Willkommen. In diesem Video lernen Sie, welche Methode Richard Hönigswald ausgehend von seiner an Kant orientierten Philosophie im Rahmen seiner Theorie pädagogischer Grundbegriffe für den Unterricht vorgeschlagen hat. Dabei zeigt sich Hönigswalds neukantianische Erkenntnistheorie vor allem in der zentralen Bedeutung, die der Begriff Anschauung im Rahmen seiner Pädagogik einnimmt, die somit grundlegend als Anschauungsunterricht verstanden wird. Anschauungsunterricht als Unterrichtsmethode meint bei Hönigswald vor allem, dass im Sinne intellektueller Konzentration das Eigenrecht des Gegenstands reflexiv berücksichtigt werden muss. Wenn der Gegenstand und also das empirische Material sich aus der Theorie ergibt, dann hat der Unterricht von der Theorie zur Anschauung zu verfahren. Wenn der Gegenstand sich aus der Beobachtung ergibt, dann hat der Unterricht von der Anschauung zur Theorie zu verfahren. Damit gibt Hönigswald auch einen allgemeinen pädagogischen Rahmen an, mit dem in der Gestaltung der Unterrichtsmethode Gegenstand, Monas und Gemeinschaft miteinander verbunden werden können. Deshalb betont Hönigswald, dass der Begriff der Methode ein Objektgedanke und mithin auch empirisches Material vorausgesetzt wird. Methode im erkenntniskritischen wie im didaktischen Sinn umschreibt nach Hönigswald also eine begriffliche Objektbestimmung. Die Bestimmtheit des methodenindifferenten Materials ist dabei immer eine Bestimmtheit durch die wissenschaftliche und pädagogische Methode. Als Beispiel dafür führt Hönigswald das Gesetz des freien Falls der Körper ein. Er betont, dass dem Lernenden angesichts von experimenteller und unreflektierter Anschauung des freien Falls die Überzeugung von der Gültigkeit des Gesetzes gegen die unkritische Primärerfahrung zur Kenntnis gebracht werden muss. Dabei spielen bei Hönigswald vor allem die Begriffe des Wissens und der Anschauung im persönlichen Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden eine eminente Rolle. Wissen ist im Rahmen der historischen und zeitlichen Tradierung von Wahrheitssystemen nach Hönigswald vor allem eine Bedeutungsbeziehung. Denn selbst die Anschauung ist nichts anderes als die Wissenserwerbung durch die Erwerbung spezifischer Bedeutungsbeziehungen, die anschaulich fundiert sein müssen und zugleich Gegenstände der Erfahrung bestimmen. Dabei sind diese Anschauungen immer auf die Funktion der Zeit zu beziehen und müssen wissenschaftlich und pädagogisch wahr sein. Es geht nach Hönigswald also immer auch um die Vermittlung von Erkenntnisbedeutung und das heißt um Begriffe. Die Methode des Unterrichts besteht mithin in der pädagogischen Übertragung von symbolischen Repräsentanten vom Lehrenden auf den Lernenden. Dabei unterscheidet Hönigswald zwischen der prätheoretischen und der posttheoretischen Anschauung. Die Unterrichtsmethode ist mithin darauf verwiesen, dass der Lehrende den Lernenden durch den Anschauungsunterricht didaktisch von einer präkritischen zu einer postkritischen Anschauung bringt. Dabei muss auch der Glaube des Lernenden an die unanalytische Anschauung erschüttert werden, um seinen Anschauungen eine kritische und damit wissenschaftliche Richtung zu geben. Hönigswald unterscheidet auch zwischen der ethischen und der ästhetischen Form des Anschauungsunterrichts. Insgesamt ging es Hönigswald um die Erläuterung des allgemeinen pädagogischen Rahmens und nicht um die Entwicklung konkreter Methoden für jedes Unterrichtsfach. Er diskutiert aber durchaus wesentliche Ansatzpunkte für verschiedene Fächer. So kann Kunsterziehung nicht von Hypothesen zur Begründung oder diskursiv verfahren, denn die Norm der Beurteilung von Kunstwerken ist die Ganzheit. Damit rückt in Hönigswalds Pädagogik neben dem ethischen Verhalten auch das ästhetische Erleben in den Mittelpunkt. Von zentraler Bedeutung für die Erkenntnistheorie und Pädagogik Richard Hönigswalds ist das Eigenrecht der Gegenstände, das von einem Subjekt, das Hönigswald Monas nennt, und einer Gemeinschaft getragen wird. Sie sind es auch, die durch ihre Geschichte hindurch die nähere Objektbestimmung leisten. Dabei ist neben der Objektbestimmung der Begriff der Anschauung für Hönigswald eminent wichtig, da er von ihm ausgehend seine Pädagogik als Anschauungsunterricht begreift. Dieser Unterricht steht über Monas und Gemeinschaft.
in einer, pardon, übermodernen Gemeinschaft in einer historischen und damit zeitlichen Tradierung von Wahrheitssystemen, die die Geltung von Wahrheit und damit Lehrzielen bestimmen. Um mithin gültige Wahrheiten von den Lehrenden auf die Lernenden zu übertragen, ist es ganz im Sinne Immanuel Kants notwendig, die Lernenden von einer präkritischen Sicht auf die Dinge zu einer postkritischen Haltung zu führen. Dabei ist es auch von großer Wichtigkeit, dass Hönigswalds Pädagogik als Lehrziel nicht nur das ethische Verhalten im Sinne des kategorischen Imperativs anvisiert, sondern bei den Lernenden auch die kritische Urteilskraft schulen soll, um ihr ästhetisches Erleben zu befördern. Zusammenfassend kann hervorgehoben werden, dass Richard Hönigswalds Unterrichtsmethode eine bemerkenswerte Synthese von kantischer Erkenntnistheorie und konkreter Unterrichtspraxis darstellt. Dabei sind die entscheidenden Kernbegriffe und Konzepte um den Terminus der Anschauung aufgebaut, der Hönigswalds Anschauungsunterricht theoretisch untermauert. Die pädagogische Sensibilität Hönigswalds besteht nicht zuletzt darin, die Anschauung der Lernenden von einem vorkritischen in einen nachkritischen Zustand zu bringen. Kritisch meint an dieser Stelle auch die Aufnahme der historisch überlieferten Wissensbestände der Wissenschaften, die als wahre Erkenntnis Geltung beanspruchen können und von einer Generation an die Nachfolgenden durch die Vermittlung der zeitlich Nächsten überliefert werden sollen. Von besonderer Bedeutung ist Hönigswalds Anschauungsunterricht auch deshalb, weil neben der ethischen Bildung der Lernenden vor allem die ästhetische Bildung zu berücksichtigen ist, weshalb sich in Hönigswalds Werk immer wieder Reflexionen zum Verhältnis von Kunst und Pädagogik finden.